So, hallo Leute, herzlich willkommen zum PC-Vlog, Leute. Mein PC wurde heute neu gemacht, Leute, und heute haben wir die Teile eingebaut. Ihr seht, es liegt hier nichts mehr, liegen nur die alten Sachen. Man sieht es schwer. Hier noch eine ganz alte Festplatte, die was ich davor drin hatte, von, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ich gehe mal hier ins Licht. Seht ihr das? AUG 2008. Da seht ihr, die Festplatte ist von 2008, Leute. Glaubt ihr ernsthaft, ich baue die hier ein? Ich bin ja nicht behindert, ne? Die ist schon uralt. In diese Shinobi-Rechner, die bauen, wisst ihr, was die machen, Leute? Die kaufen alte, billige Festplatten und die Festplatten werden natürlich, die kaufen billige Festplatten, die schon einmal benutzt worden sind und machen da einfach ihre Sachen drauf. Also ich meine, geht's euch noch gut? Habt ihr das noch oder was? Habt ihr noch alle Dingers im Kopf? Nein, habt ihr nicht, ne? Habe ich euch schon erwischt, ne? Also deswegen dieser Shinobi. Ich hasse Shinobi und ich empfehle niemandem jetzt wieder einen Fertig-PC zu kaufen. Bitte, Badwas, wie komm mal nicht mit diesen Shinobi-PCs an? Du siehst selber, wie uralte Scheiße da drin ist. Und ich laber keine Scheiße. Ich habe Ahnung, ne? Mein PC, ich kann euch das jetzt schwer zeigen. Ich zeige euch das morgen bei Tag oder so, weil es ist jetzt schon 21 Uhr, Leute. Donnerstag heute, der 19. April. Hat jetzt einen Monat gedauert, bis ich den PC wirklich so bekommen habe, wie ich ihn will. Wir werden gleich mal noch uns einen Speedtest anschauen, wie schnell der wirklich ist. Ich muss auch die Gehäuse-Sachen zumachen. Egal, das können wir jetzt erstmal offen lassen. Schauen wir erstmal, wie schnell der Rechner läuft. Wir machen erstmal das hier an. Und ich habe jetzt die Bildschirme noch nicht so wieder hingestellt, wie sie sein sollten. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht alles hier so. Und das alte Netzteil seht ihr hier noch, Eistee am Start. Hier noch die ganzen Fußballsticker, wie ihr seht. Und man sieht das ja gar nicht. Es ist so dunkel. Hier ist ein Radiergummi hier. Mein ganzes Zimmer, ihr seht, es ist ganz voll. Wir schauen uns jetzt mal kurz den PC an, wie schnell er hochfährt, ne? Seht ihr, da drüben geht das Mainboard an. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Bildschirm das jetzt kommt. Ich glaube, auf den Asus. Wir schauen uns das mal kurz an. MSI. Ihr seht das jetzt ein bisschen schlecht. Boah. Habt ihr das gesehen? Fuck. Alter Junge, ist das schnell. Alter. What the fuck. Ihr seht, das Datum ist hier noch falsch. Jetzt kommen hier schon die ganzen Sounds. Realtek und sowas. Lautsprecher, was haben sie angeschlossen? Kopfhörer. Ja. Seht ihr alle Klinkenanschlüsse? Ich sehe das so schwer. Es ist schon so dunkel. Ich kann heute nicht viel filmen. Ihr seht, es ist nichts drauf. Was ich euch jetzt noch kurz zeigen möchte. Oh ja, halt die Fresse mit deinen. Die SSD. Einmal hier die SSD mit 250 GB und einmal die 2 TB. Ich habe die eine herausgebaut, deswegen hatte eigentlich 3 TB. Habe die andere aber rausgenommen, weil die Festplatte wirklich. Die ist viel zu alt und was soll ich mit der noch anfangen? Ich habe die ganzen Spiele alle auf die Festplatte hier rüber gezogen, weil da, das sind doch noch Spiele, die da drauf sind. Also mein Onkel hat auch gesagt, ja, wenn da Windows drauf ist, dann ist es nicht so gut. Aber ich habe da nur die Spiele drauf gemacht, also hier ist nichts von Windows. Ihr könnt ja selber mal, können mal kurz einen Augenblick hier reinwerfen. Minecraft, Dagosap, Landwirtschaftssimulator, Overwatch, Minecraft und die ganzen Sachen halt hier unten. Das ist alles nur Spiele und das ist alles scheißegal. Seht auch mein Hintergrundbild, alles noch nicht gemacht. Teamspeak ist nicht mal drauf, also ich muss alles neu installieren. WLAN habe ich. Genau, das erste, was ich jetzt mache, ich werde Steam installieren. Train Simulator habe ich ja drauf. Auch mal austesten mit der SSD. Chrome habe ich ja hier drauf. Wir können uns jetzt mal kurz Google Chrome anschauen. Ich gehe drauf. Ja, warte, hat jetzt nicht so schnell geladen. Ja, ist noch nicht so ganz schnell, wie ich es haben möchte, aber ihr seht, die Programme, die kommen so schnell. Und wie schnell er hochgefahren ist, habt ihr das einfach mal gesehen, Leute? Das ist krass. Das ist eine SSD, Leute. Das ist eine 69 Evo. Habe ich hier die ganzen Schachteln habe ich hier noch offen. Hier ist das Mainboard. Das war hier drin. Hier die SSD. Die ist eingebaut worden. Habe ich euch schon alles gezeigt. Müsstet ihr Ryzen 5. Das Netzteil. Das kennt ihr alle schon. Die alten. Das alte Zeug hier, Shinobi, das vergisst euch das. Das kann man wegwerfen. Die alten Sachen, das alte, seht ihr den Kühler und so, das ist alles draußen jetzt. Das ganze alte Zeug habe ich jetzt hier. Das liegt noch mein iPad. Kann ich auch mal hier weg tun.
Andere Gehäusewand, also ich habe hier extrem viele Sachen jetzt noch und ich muss jetzt schauen, ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier so zubekomme, ne? Seht ihr selber, oh, man sieht das nicht, die Kabel, wie die hier rausstehen, also, oh, das ist so ein scheiß Licht schon wieder, es ist zum Kotzen, es ist, ja, seht ihr, was da schon kommt, Security, was ist das denn, Virenprogramm vielleicht, oder was das ist, keine Ahnung, das haben wir, ja, ist jetzt egal, brauchen wir jetzt erstmal nicht, ist ja auch egal. Ich werde das jetzt hier ein bisschen besser hinbauen und den zweiten Bildschirm und sowas. Alles ist schon angesteckt worden hier hinten. Ich gehe dann auch gleich TS. TS sollte jetzt nicht so viel machen und ich werde mit den Leuten ein bisschen labern, während ich jetzt alles installiere. Auf die SSD natürlich und ich bin gespannt, wie ich hier mit dem Teil aufnehmen kann. Also ich habe meine GTX 960, habe ich noch drin. Ich werd euch das morgen besser zeigen, bei besseren Lichtverhältnissen. Jetzt ist es, seht ihr selber, es am Abend, ihr könnt nicht aufnehmen im Zimmer. Es funktioniert einfach nicht. Mal schauen, dass es schnell der nächste Tag wird, dass ich morgen, habe ich nicht so lang Praktikum und so. Ich bin ja immer im Praktikum, deswegen erst heute Abend zusammengebaut den Rechner, so spät jetzt noch. Ich weiß, es ging alles nicht früher. Wie gesagt, es war extrem stressig die letzten Tage. Und ich muss auch die Gamescom-Tickets und so weiter bestellen und gucken, dass ich das jetzt auch und alles Mögliche noch. Ich habe so viel zu tun und mal gucken. Ne? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn der Tag angebrochen ist, sage ich mal. Ne? Wenn morgen alles funktioniert und so weiter. Ne? Dann bis morgen. Ich mache jetzt noch ein paar Sachen fertig und ich würde sagen, na, bis morgen, Leute. Ciao. So, Leute, jetzt sind wir hier im Hellen. Jetzt, der Tag ist angebrochen, Leute. Und ich bin jetzt gerade hier nach Hause gekommen von meinem Praktikum. Es ist jetzt hier gerade fast 15 Uhr, Leute. Und ich bin gerade hier dabei, Rocket League zu installieren. Ja, das Hintergrundbild und so weiter werde ich alles noch ändern. Das ist noch nicht Windows ist noch gar nicht aktiviert. Hier noch Cola rumstehen. Gut, jetzt schauen wir uns den Rechner mal so an. Ich drehe den Bildschirm so etwas, dass man den Rechner besser sieht. Hier hinten ist echt viel Staub. Ich könnte hier echt mal... Ja, gut, ich werde den Rechner sowieso nochmal... So, wir schauen uns jetzt mal kurz den Rechner so an. Jetzt ist das Kabel natürlich rausgerutscht. Das ist DVI. Ihr seht, wie DVI eigentlich nicht so geil ist. Der ist mit HDMI und der ist mit DVI, aber das ist ja nur der zweite Bildschirm. Das ist ja egal, das braucht jetzt nicht so geil zu sein. Für Full HD reichen die Monitore, ich habe ja kein 4K oder was auch immer, brauche ich ja nicht unbedingt, ne? Solche Anforderungen habe ich halt nicht. Wir gucken uns jetzt den Rechner mal so an sich jetzt nochmal an, weil ich euch das versprochen habe. Einfach mal so ein bisschen zeigen, was habe ich jetzt verbaut. Dazu muss ich erstmal die Klappe wegmachen. So, die Klappe erstmal wegmachen. Oder beziehungsweise das Gehäuse. Meine externe Festplatte brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Hier noch das alte Netzteil, die alte Festplatte, die ich rausgekramt habe. Seht euch mal, was das für ein Drecksnetzteil ist. Also, ja, Staub des Todes hier drin. Boah, scheiße, Mann. Gut, jetzt schauen wir uns den Rechner mal so an. Ich muss den Bildschirm so ein bisschen wegmachen noch, damit ihr das besser seht. Gut, wir schauen uns den PC jetzt an. Hier ist meine Grafikkarte, die GTX 960 habe ich behalten. Hier der Kühler von AMD. Ich habe jetzt nicht den Boxkühler genommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Boxkühler genommen. Einfach, Leute, lag einfach daran. Ja, wie soll ich sagen, einfach. Es lag einfach nur daran, der andere Kühler, der ging so schwer zu montieren. Und den wollte mein Onkel da nicht drauf machen, weil er dachte, er macht dann irgendwas kaputt oder so. Seht ihr, meine Grafikkarte ist von Janeboard, wenn man das lesen kann, ja. Die zweite Festplatte habe ich rausgeklatscht, habe ich euch schon gezeigt. Das Netzteil, das ist von Be Quiet Pure Power 10, 500 Watt. Ja, also der läuft richtig leise. Und das ist super einfach mit dem Rechner jetzt. Die Grafikkarte habe ich behalten. Und ja, die Kabel hier hinten und so. Sieht alles noch nicht so krass aus. Jetzt kann ich den Bildschirm hier wieder umstellen, so wie ich ihn haben möchte. Gut, jetzt schauen wir uns nochmal eine kurze Sache an. Jetzt schauen wir uns nochmal eine kurze Sache an, Leute. Ich gehe mal kurz aus Steam raus. Wie viel Speicher habe ich denn jetzt hier? Also, habe ich euch schon gestern gezeigt, hier die SSD und einmal hier die
zweite Festplatte. Einmal hier die SSD und einmal hier die zweite Festplatte. Ne, ihr seht selber, einmal 250 GB SSD und einmal hier noch dann die 2 Terabyte Festplatte von Seagate. Genau. Hier können wir jetzt mal kurz in CPU-Z reinschauen. Einfach mal kurz, um zu schauen, was ist mit diesem Prozessor, wie viel Leistung und wie viel Takt und Gigahertz und so hat der. Hier sieht man nochmal, dass ich wirklich den Ryzen 5 habe. Was mir sehr gut gefällt, sind wirklich die 65 Watt. Das ist nicht viel. Der andere hat, der FX, der hat ja mehr gezogen. Hier seht ihr gerade, wie viel Gigahertz hier anliegen. 3,3 hat er gerade. Ja, der ändert sich so schnell. Dann 12 Kerne, 12 Threads. Steht auch in Minecraft 12 mal Ryzen 5 1600 steht da auch. Voltage heißt die Spannung. Wie viel Spannung? Gerade 0, irgendwas. Ja, genau. Mainboard, wir können ja auf Caches gehen. Das weiß ich hier nicht genau. L3 Cache und sowas. Mainboard. Ja, PC Mate habe ich ja. 8 GB RAM. So, ihr seht hier, Dual Channel habe ich natürlich, weil sonst würde es keinen Sinn machen. Der RAM ist noch gar nicht eingestellt, den habe ich jetzt auf wie viel Megahertz, weiß ich gar nicht. 1000 Megahertz oder so. Oder ich weiß gar nicht, auf wie viel der Arbeitsspeicher gerade läuft. 4 Slots habe ich hier sogar. Grafikkarte ist ja meine GTX 960 von Janeward, die man hier sehen kann. Steht es nochmal drauf. Hier kann man sogar einen Test machen, wie der Prozessor. Den Prozessor mal voll auslasten. Kann ich mal probieren, die Grafikkarte GPU-Z, jetzt gehen wir nochmal in GPU-Z rein. Einfach nur, um uns das jetzt nochmal anzuschauen, GTX 960, die habe ich ja behalten, das habe ich euch ja gezeigt. Kann man sehen, wie heiß die ist und so weiter. Dank dem guten Kühler, der Boxkühler ist ja nicht so schlecht. Ich habe ja eh nicht übertaktet, ich habe hier auch Epic Games schon drauf, Fortnite und so weiter, werde ich alles installieren. Und ja, dann werden wieder Streams und so weiter kommen, ich freue mich schon extrem auf diesen coolen Rechner einfach, es läuft viel, viel besser und ich kann alles machen, was ich möchte. Und das ist mein Ziel, einen leisen Rechner zu haben. Den alten hat mein Hintergrund ja in den Videos immer so gehört, wie er rumgerattert hat und wie halt die Festplatte. Man hat auch die Festplatte und sowas, hat man alles so richtig gehört. Und das ist so eine alte Festplatte. Ich denke mal, die geht auch bald Schrott, also ja, 7200 Umdrehungen. Steht hier drauf. SATA 3 Gigabits und hier seht ihr August 2008. Da wurde die Festplatte hergestellt. Ungefähr, das ist fast 10 Jahre her. Und die ist saula. Die Festplatte ist extrem laut und ich baue die sicher nicht nochmal ein. Also ich bin ja nicht blöd. Eine Festplatte reicht ja, Leute. Ich brauche ja nicht zwei. Ich hatte mal eine kurze Zeit zwei, aber ich habe jetzt ja die SSD und so weiter. Also die SSD ist deutlich besser. Von Hitachi, diese Hitachi-Festplatten, die sind der größte Scheiß. Das Netzteil, das war auch nie gut, ne? Das ist ein LC-Power-Scheiß-Netzteil, was extrem laut... Seht ihr, wie dreckig das Scheiße ist hier? Also, da ist wirklich extrem viel Staub dran. Also, ihr seht, wenn ihr einen Rechner nicht sauber macht oder so, dann kommt der Staub extrem schnell rein, ne? Also, der Staub, der kommt hier überall. Ja, der Staub kommt überall rein und so weiter, deswegen würde ich euch einfach empfehlen, den Rechner manchmal einfach sauber zu machen, wenn ihr das machen wollt. Ich würde es halt machen, ich würde es schon raten euch, dass ihr das machen, genau von hinten. Ich kann euch den Rechner mal von hinten zeigen, muss gerade mal hier draufsteigen. Die Anschlüsse und so weiter sieht man das nicht so gut jetzt. Ja, ich habe hier ganz viele Anschlüsse, USB. Alle Soundanschlüsse habe ich alles schon angesteckt, Leute. Und ja, so läuft jetzt der Rechner, Leute. Oh mein Gott, das ist jetzt hier nicht ganz. Warte, ich komme gleich. So, ja, das war es eigentlich schon mit dem ganzen Zeug, was ich euch zeigen wollte. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Ich kann mal kurz in Minecraft dann reingehen noch und schauen wir uns das nochmal an. Dann, ich würde sagen, bis gleich. So, Leute, da sind wir hier wieder zurück bei meinem Vlog. Ich bin jetzt gerade noch am Teamspeak und ja, ich kann euch jetzt mal kurz so ein bisschen was zeigen. Genau, ich habe ja Minecraft installiert jetzt. Ich muss mal kurz Sound muten hier, so.
Also wir gehen jetzt mal kurz in Minecraft rein und schauen uns einfach mal die FPS jetzt hier an. Da ich jetzt einen Ryzen habe und die FPS wahrscheinlich besser sein werden, würde ich mal sagen. Minecraft startet extrem schnell von der SSD. Das kann ich echt dazu mal sagen. MSI seht ihr hier, ich habe das nur als Hintergrundbild. Ich kann gar kein anderes Hintergrundbild machen, Leute, weil ich habe Windows nicht aktiviert, Leute. Ich habe jetzt einen Key und der funktioniert nicht. Anscheinend muss ich mir jetzt für 80 Euro, 90 Euro einen neuen Key kaufen oder muss ich halt, ja, weiß ich nicht, was ich machen soll. Einfach schauen, dass ich irgendwie Windows habe. Genau, wir können jetzt einfach mal, Einzelspiel habe ich noch nichts gemacht, wir können jetzt einfach mal kurz gucken auf Gomme. Und uns einfach mal anschauen, wie viele FPS wir denn tatsächlich haben. Ich habe jetzt hier gerade einen Shader drin. Deswegen sind das auch so wenige FPS. Ja, also mit Shader, das ist jetzt hier. Welcher Shader haben wir denn hier drin? Welcher Shader ist denn das jetzt? Das ist der Jokopic V5. Wir können jetzt mal kurz den Shader einfach ausmachen. Ich mache jetzt den kurz mal aus. Einfach um die FPS zu zeigen, wie viele man so ungefähr hat. Ich habe die Sichtweite auf 32, keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Ich habe jetzt hier alles wirklich so schön eingestellt, wie es nur geht. Alles ist an. Das kann ich eigentlich auch noch alles anmachen. Warte, das habe ich noch nicht alles so eingestellt jetzt. Beleuchtung machen wir auch mal an. Besserer Schnee, ja, kann man nicht. Bessere Texturen, bla bla bla. Das können wir alles noch an... einstellen, das G-Bewegung, VBOS. Nee, brauche ich ja nicht ungefähr. Ja, brauche ich echt nicht, VBOS. Ja, wir sind jetzt hier auf der Gomme-Lobby. Ungefähr haben wir so 300 FPS. Da oben steht Ryzen 5600, habe ich hier drin. Und natürlich noch die GTX 960, die ich noch immer benutze. Ich habe euch ja gesagt, die Grafikkarte habe ich ja behalten. Ich habe mich jetzt auch in Minecraft umbenannt, Leute, auf CoreFab, wie ihr wahrscheinlich schon seht. Also jetzt seht ihr das mal selber. So habe ich das jetzt gemacht. Ich habe das Kati-Pack hier drin. Und wir können mal jetzt einfach das Texture-Pack mal rausmachen. Vielleicht haben wir mehr FPS. Glaube ich jetzt eigentlich nicht, aber es könnte gut sein. Vielleicht kriegen wir die 1000 oder so. Ne, 1000 natürlich ist mir klar, werde ich nicht schaffen. Aber darum geht es mir jetzt echt nicht. Machen wir jetzt mal kurz eine Einzelspielerwelt und wir können mal die Einstellungen irgendwann so weit runterschrauben wie möglich und mal schauen, was wir da an. Machen wir einfach eine normale Welt und schauen halt, was da für FPS möglich sind. Online ist es immer ein bisschen ziehender, sage ich gleich, weil die ganzen Spieler rumlaufen und sowas. Aber wenn wir jetzt hier in eine normale Welt gehen, da sehen wir schon, da ist wirklich der Prozessor wirklich super. Generell mit dem Minecraft zu spielen, das läuft super. Ihr habt 12 Kerne, also wir haben 6 Kerne und 12 Threads mit dem Prozessor. Heißt, wir haben doppelt so viel Leistung eigentlich, kann man sagen. Vor allem beim Video-Rendering und sowas, da ist der Prozessor wirklich super. Das habe ich noch nicht gemerkt, aber ich habe noch auch kein Video noch mit dem Teil geschnitten. Also, ja, ist die 1.8.9 mit LaviMod. Genau, also ich habe jetzt hier LaviMod drauf. Eigentlich super, ne? Was kann ich noch so zeigen? Ich habe jetzt eigentlich nicht viel zu zeigen. Lösch mal die Welt mal wieder. Ich brauche die ja nicht. Zieht ja nur Speicher weg. Ich habe jetzt hier ein paar Server schon mal gemacht, wo ich halt oft drauf bin, ne? Ich habe aber noch nicht alles so gemacht, so wie ich das Ganze haben möchte. So, hier haben wir die SSD. Seht ihr, ist schon ein bisschen voll. Und die HDD natürlich hier. Ja. Wir können jetzt hier oben auch mal auf Systemeigenschaften klicken. Da sieht man schon, ich habe jetzt wirklich hier den Ryzen drin mit 8 GB Arbeitsspeicher. Wir können jetzt mal kurz, ich kann euch das jetzt nochmal hier zeigen, zur Eilsteuerung entfernen, Task Manager. Wir können jetzt hier auf Leistung klicken. Da oben steht es nochmal. Und da habt ihr es jetzt mal gesehen und die Arbeitsspeicher. Habe ich 8 GB drin, Leute. Dann die SSD. Ne, das ist die HDD. Und die SSD, da oben steht es ja,
SSD Samsung 69 Evo. Also hier meine Grafikkarte GTX 960, steht hier auch nochmal schön dran. Ja, das ist das, was ich euch so zeigen wollte, wie das Spiel jetzt hier läuft mit dem Prozessor. Und ja, also ich werde bald wieder Videos aufnehmen, sage ich mal. Ne? Also bald werden wieder Streams und Videos kommen. Der Rechner ist so schön leise, also... Also ich glaube, da hört man jetzt wirklich nichts mehr. Ihr habt ja bei meinen Videos vielleicht den Rechner im Hintergrund immer gehört, so... Und so habt ihr wahrscheinlich gehört, so, von der Lautstärke. Das war schon extrem schlimm. Hat mich schon enorm angekotzt, dieser alte Rechner, ne? Also die Festplatte und so weiter habe ich jetzt nicht mehr hier liegen. Aber ich habe jetzt hier noch die ganzen Sachen hier. Das Netzteil und sowas, die ganzen Schachteln habe ich noch behalten. Die habe ich zumindest noch. Ich werde auch bald mal eine Roomtour und sowas machen und sowas. So eine Roomtour und so wird auch noch kommen. Mal gucken, wann. Ich habe auf jeden Fall schon die nötigsten Programme runtergeladen. Ein paar Spiele sind installiert. Train Simulator habe ich auch schon getestet mit der SSD. Läuft super flüssig, ne? Sehr, sehr schnell lädt das Ganze hier. Also, ja, also ich kann mich echt nicht beschweren mit dem Rechner jetzt. Ist wirklich super. Also ich möchte jetzt eigentlich nichts Negatives sagen. Also bis jetzt... Der Rechner passt super. Ich habe zwar den Kühler nicht ich habe auf jeden Fall den Kühler nicht eingebaut, Leute. Also ich kann mich nicht beschweren, aber naja, ich habe den Boxkühler jetzt drin, den AMD Boxkühler, und er ist so schön leise, der Rechner. Also ich kann mich nicht beschweren. Also wenn ihr den Prozessor nicht übertaktet, dann ist er extrem leise, der Boxkühler. Nur wenn er übertaktet, wird er laut. Ja, also nur dann wird er etwas lauter, aber das kommt je nachdem drauf an, was ihr halt macht. Wenn ihr zockt und so, wird der PC einen kleinen Ticken lauter, aber sonst an sich jetzt passt das super, ne? Habt ihr ja selber alles gesehen hier. Ja, freut euch wieder auf Streams, Leute. Ich kann mit dem Prozessor aufnehmen. Ich habe schon eine Testaufnahme gemacht. Mal kurz angeschaut, mit dem Prozessor aufgenommen, ne? Nicht mal mit der Grafikkarte. Läuft auf jeden Fall super. Ich nehme mit dem Prozessor auf. Habe mehr FPS als mit dem alten Prozessor. Und das läuft super flockig, also locker flockig mit Aufnahme 200 FPS, also das ist super. Genau, also ich kann mich nicht beschweren mit dem Rechner hier. Läuft wirklich, wie gesagt, alles super, und bis jetzt ist noch nicht alles so, wie ich es haben möchte. Also die meisten Spiele habe ich schon installiert. Paar Sachen muss ich noch einstellen, bei Train Simulator muss ich noch ein paar Sachen. Aber sonst habe ich jetzt fast alles installiert. Fortnite muss ich noch installieren, stimmt. Weil sonst dreht Sarah durch. Ja, Sarah ist gerade eh nicht da. Ich installiere mir gleich jetzt noch Fortnite und so. Weil ich möchte das ja auch spielen und vielleicht streamen und sowas. Ja. Das war's eigentlich schon. Ich habe mich jetzt in Minecraft auch umbenannt. Habt ihr ja gesehen, ne? Habe ich euch gezeigt. Das habe ich jetzt noch nicht in dem Video gesagt, aber trotzdem. Ich habe in letzter Zeit so viele Sticker-Videos und so hochgeladen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, und vielleicht kommt heute schon, oder... Heute ist ja der 21. Gestern ist auch was Krasses passiert. Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Also hat eigentlich so gut wie jeder mitbekommen. Wir können jetzt mal kurz auf Spotify gehen, dann werdet ihr das gleich sehen. Mit der SSD startet das enorm schnell. Ihr seht selber, wir sind direkt schon in Spotify drin. Und so, wir sehen es jetzt hier. Ja, also ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, diesen... krassen, weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll dazu, aber er hat es wahrscheinlich mitbekommen, der ist halt gestorben jetzt, und er war ein wirklich cooler Typ, muss ich sagen. Ich habe ihn extrem gefeiert, seine ganzen Lieder, Levels und so weiter, ich habe die alle hier drinne, wie ihr seht. Levels, das ist so ein geiles Lied, Alter, ich schwöre, also müsst ihr euch auch mal angucken, oder Taste the Feeling und sowas ist ja auch drin, glaube ich. I Could Be The One ist hier drin. Without You, genau, Still Hold, das ist geil. Educated to You oder Hey Brother oder so, die ganzen Lieder, warte mal. Good Feeling, das war auch, war das Feeling gut? Nee. Good Feeling hat er ja bei Taste the Feeling, hat er auch noch drin. My Feelings for You. Er hat so viele coole Sachen gemacht, er war so ein cooler Typ. Und er ist halt gestorben gestern. Habt ihr alle mitbekommen. Das wollte ich jetzt kurz in diesen Vlog einfach einbauen, da ich das nicht in ein extra Video jetzt ansprechen möchte oder so. Genau, also ihr seht so ungefähr, welche Lieder ich höre. Alles Mögliche ist hier drin, also alte Songs,
Jason Derulo, alles mögliche, Bon Jovi, ich höre so viel Zeug. So, ich wurde gerade angerufen, ich wollte noch kurz was zeigen, was ich noch extrem feier. Friends zum Beispiel, So Far Away, Leave a Light On, kann ich euch extrem empfehlen, das Lied, ist ein so geiles Lied. Oder zurzeit höre ich so extrem viel Musik und es macht extrem Spaß mit Spotify und so Musik zu hören. Ich habe zwar nicht das Premium, aber das ist mir jetzt egal. Trotzdem macht es extrem Spaß, also ja. Mit dem Rechner jetzt macht alles extrem viel Spaß und Blackfagot braucht irgendwie gerade Hilfe. Ich komme gleich in den Channel rein. Ich mache gerade noch was. Ja. Weil Blackfagot hat ja mir letztens vorgeworfen, ja, den PC, mein 10 Jahre alter PC ist schlechter, ist besser. Er hat auch mir letztens vorgeworfen, ja, sein 10 Jahre alter PC ist besser als deiner und so weiter. Er hat einen älteren i7, ich weiß, aber der Ryzen jetzt, der ist schon besser als der alte i7, ne? Also so ein alter i7, so ein neuer i5 zerstört den alten i7 so schnell, ne? Also kannst auch jetzt einen neuen i5 kaufen und der ist besser als dein alter i7, obwohl da i7 steht. Es kommt immer auf das Modell drauf an, ne? Und deswegen nicht drauf schauen, nur ob da i7 oder i5 steht. Kommt immer auf das Modell drauf an. Gut, das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Ich muss jetzt kurz jemandem helfen und ja, ich bin jetzt gleich wieder da, Leute. Und ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob der Vlog jetzt schon zu Ende ist. Aber eigentlich läuft der Rechner noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich brauche ein besseres Kabel. Wie gesagt, mein Onkel hat gestern hier rumgefummelt und dieser Kabel da, das ist ein VGA auf DVI-Kabel. Also ich habe dann mit einem Adapter von VGA auf DVI und das ist eigentlich die größte Scheiße, hat mein Onkel gestern gesagt. Deswegen muss ich jetzt noch ein DVI-Kabel kaufen. Ich habe ja den einen Bildschirm, den habe ich mit HDMI angebunden. Hier hinten seht ihr das HDMI-Kabel. Kann man hier hinten sind der ganze Kabelsalat und sowas. Genau. Und der andere ist halt mit VGA angebunden. Das wusste ich echt nicht. Aber diese ganzen blauen Kabel sind halt die übelst alten Scheißkabel. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass jetzt VGA-Kabel ist. Und eigentlich zerstört VGA die Qualität. Also Ratusch hat mir damals ja auch gesagt, er hat auch VGA und es ist nicht so schlimm. Aber ich weiß nicht, also mir fällt da nichts auf, dass VGA schlimm ist, aber. Es gibt viele Unterschiede zwischen VGA und DisplayPort, HDMI und so, weil VGA ist halt, überträgt den Sound nicht und HDMI schon, glaube ich, ne? Also so war das doch, oder? HDMI ist auf jeden Fall eins der besten. Ich kann euch hier auf jeden Fall nur empfehlen, jeden Bildschirm mit HDMI. Hier hinten steht HDMI, hier steht nochmal auch HDMI. Also ich habe beide Bildschirme haben HDMI, aber ich habe jetzt hier nicht irgendwie noch ein HDMI-Kabel oder ich kann nicht noch ein HDMI-Kabel anschließen. Muss ich halt gucken, ne? Ja, das war es jetzt erstmal, Leute. Ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Es ist schon etwas spät. Ja, aber es ist halt. Ist noch Dreck drauf. Genau hier ist es schon etwas später. So, ja, ich habe jetzt nicht mehr viel zu zeigen, Leute. Mein PC läuft erstmal und ich werde es damit ein bisschen aufnehmen, streamen irgendwann wieder. Mal schauen, vielleicht kann ich sogar heute schon streamen. Ich weiß es echt nicht. Also heute ist ja der 21., habe ich ja auch schon gesagt. Weiß auch nicht, wann das Video kommt, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. Ich beende den Vlog einfach nochmal irgendwann. Ich weiß noch nicht, wie, wenn mein PC wirklich richtig gut läuft und wenn alles hier funktioniert, so wie es sein sollte. Also ich würde sagen, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder zurück. Und ich habe mir jetzt gerade so ein paar Kommentare durchgelesen und es wird Zeit wirklich wieder, es wird bald wieder mal Zeit für ein neues Fragen und Antwort wieder, Leute. Das sehe ich jetzt schon, Leute. Und ich werde kurz ein paar Kommentare wirklich erwähnen und da mal kurz eine Antwort drauf geben, weil schon so lange kein Fragen und Antwort Video kam und solche Videos sind wirklich viel Arbeit. Genau, ich möchte jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen dazu sagen, weil Sarah wieder meinte, irgendwelche Kommentare loslassen zu müssen. Wir haben ja gestern geredet, ne? Und ja, ich möchte jetzt nichts sagen, aber ich weiß, was du meinst und wir werden uns gleich die Kommentare mal kurz anschauen, so jetzt hier im Vlog, weil ich ja jetzt kurz Zeit habe. Ich mache das Mikro mal ein bisschen weiter weg. So, ich habe jetzt noch immer das Hintergrundbild, weil es noch nicht aktiviert ist. Erstens, Leute, was ich euch kurz zeigen kann. Da unten kommt, da weiß ja immer so Windows noch nicht aktiviert und sowas, ne? Weil ich mein Windows noch nicht aktiviert habe und ich weiß noch nicht, wie mein PC jetzt dann. Bis jetzt läuft es schon gut, aber das Windows da unten, das ist noch nicht aktiviert ist, das nervt mich schon ein bisschen. Deswegen, ich würde so gern wieder andere Spiele bringen, aber dazu kommen wir jetzt gleich.
Tatsache erstmal gedacht, hey, ich habe einen Minecraft-Server. Nein, es war ein April-Scherz, verdammt nochmal. Ich habe das am 1. April hochgeladen, Leute. Glaubt ihr ernsthaft, ich mache einen Server? Ich kenne mich mit Servern überhaupt nicht aus. Und Daniel hat sowieso einen Server, das reicht mir ja, dass ich bei Daniel beim Server mithelfe und so, weil ich mich da nicht so auskenne. Und bei einem Server, da muss der programmieren und sowas, Plugins schreiben und sowas, das ist ja nicht so einfach, nur Daniel weiß Bescheid. Nein, und dann zum zweiten Kommentar, immer noch Minecraft, was ist das bitte? Ich werde noch andere Spiele bringen, wir haben ja gestern geredet und so weiter, wir haben Fortnite gestern gespielt und so weiter, ne? Wir haben gestern den ganzen Tag fast nur Fortnite gespielt am Abend, ne? Ich wollte einfach mal erstmal austesten hier in dem Video, wie Minecraft mit dem Prozessor läuft, wie ich aufnehmen kann, ob das flüssig ist. Und ja, Daniel hat auch gesagt, ja, es läuft richtig flüssig und so weiter. Ich habe die Kommentare jetzt vor 20 Minuten beantwortet und so weiter. Hat auch geschrieben, einfach Ledger hat geschrieben, du bist schlecht in MLG Rush, ne? Ja, weiß ich ja selber. Dieses Echo und so weiter ist von Stefan, das ist leider so, ich weiß nicht warum. Das ist halt auch so ein kleines Problem, warum ich halt mit ihm schon länger nicht aufgenommen habe. Weil mich nervt das irgendwie, wenn man mich doppelt hört und so, ich weiß, das nervt extrem. Vor allem beim Aufnehmen und so weiter. Ja, jetzt ist klar, mit deinem neuen Prozessor hast du mehr FPS als mein 10 Jahre alter. Es kommt nicht aufs Alter drauf an, das muss ich auch sagen, du kannst übertakten und dann hast du auch mehr FPS eigentlich. Aber ist ja auch okay. Aber trotzdem irgendwie bei so alten CPUs lohnt sich einfach das Übertakten irgendwie nicht mehr so wirklich. Wenn lass mal einen neuen PC jetzt hast, zusammen aufnehmen. Ja, wir können das gleich mal machen, aber jetzt nicht, ich weiß noch nicht wann, nächste Woche erst wahrscheinlich oder so. Muss ich gucken jetzt. Das wird jetzt erst noch ein bisschen dauern, bis mein PC wirklich komplett läuft, ne? Es läuft ja schon, das meiste läuft ja jetzt hier schon. Also ich habe wirklich alle Spiele schon drauf, die ich so haben möchte. Wir können uns das mal hier kurz anschauen. So läuft es momentan. Ich habe schon sehr viel Zeug hier oben, aber noch nicht alles. Genau, das muss ich nochmal kurz dazu sagen. Ich habe jetzt, genau, wir hatten gestern ein kleines Problem bei Skype. Das muss ich Daniel weiß Bescheid. Also Leute, was mich extrem abgefuckt hat bei Skype, ne? Man kommt bei Skype einfach nicht mehr rein, wenn man dieses Microsoft-Ding ins Bummens, da muss man da irgendwas aktivieren und sowas. Dass man irgendwie zu jung ist und so weiter, um das zu nutzen, keine Ahnung, fragt mich nicht. Wir können jetzt mal kurz schauen, wie schnell Skype startet mit der SSD. Habt ihr gesehen, das geht extrem schnell auf hier, Enderlike und sowas, die Leute schreiben mir halt immer wieder. Jetzt kommt hier so Autowerbung, ja geil, ich möchte mir eh irgendwann ein Auto kaufen, also passt das ja. Wenn ich in ein, zwei Jahren ein Auto kaufen möchte. Genau, also ich habe jetzt schon Fortnite und so weiter schon alles installiert, das haben wir ja gestern alles getestet. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufnehmen kann, also ob die hohen Einstellungen, ich spiele auf den hohen Einstellungen, nicht auf episch, weil episch funktioniert ja nicht. Oder ich habe es noch nicht ausprobiert, ich könnte es ja ausprobieren, sollte eigentlich nicht funktionieren, soweit ich weiß. Also könnte laggen. Aber man kann es ja ausprobieren, kann man es ja immer, ne? Also ich meine, wenn die Einstellungen einfach nicht passen, dann stellt man es einfach wieder zurück, dann geht's ja wieder. Man muss das nur ausprobieren, Leute. Ausprobieren schadet nie, ne? Genau, also ausprobieren kann man immer, wie es läuft, ne? Also man muss halt immer nur schauen. Genau, also jetzt muss ich euch nur eine kleine Sache zeigen. Ihr wisst ja, ich habe in letzter Zeit extrem viele Sticker-Videos gebracht. Und natürlich haben die Bewertungen auch ein bisschen so ausgesehen, als ob da die Leute wirklich das nicht wollen. Das weiß ich. Und Minecraft und so weiter hat extrem auch viele Dislikes. Hier 3 Dislikes, verstehe ich selber nicht warum. Aber Dislikes sagen ja nichts aus. Dislikes sind mir ja scheißegal eigentlich, ne? Weil das machen eh nur Leute, die irgendwie, keine Ahnung, mich ärgern wollen oder wie auch immer. Dislikes sagen echt nichts aus, das machen nur die Leute, die mich ärgern wollen oder so. Gut. Was muss ich euch noch zeigen? Stimmt. Eine kleine Sache werde ich euch jetzt schnell zeigen. Warte mal kurz. Also Leute, jetzt können wir uns hier mal kurz ein kleines Video anschauen von meinen alten Rechnern. Eine kleine Aufnahme, ne?
Und ihr werdet wirklich sehen, mit dem alten Rechner, wie viele FPS, und jetzt mit dem neuen haben wir ja schon gesehen. Und das wieder, Leute, habe ich letztens aufgenommen, ne? Guckt euch das an! Ich mach den Ton mal aus. Ich habe das Video Laggy Aufnahme genannt. Guckt euch das an! Leute, das kann ich so nicht hochladen. Leckt das jetzt hier die ganze Zeit durch, oder was? Guckt euch das an, ich habe so viele FPS, aber ich hatte da trotzdem immer wieder Lags. Guckt euch das an, ich habe gespielt. Ich wollte das Video eigentlich hochladen, aber Leute, seht euch das an, das kann ich so nicht hochladen, ne? Also, FPS sind okay, aber es laggt trotzdem wie scheiße einfach. Ihr seht das selber, das heißt, lag einfach im Prozessor, jetzt habe ich ja den Prozessor getauscht und jetzt läuft es irgendwie besser. Egal welches Spiel, man kann das ja so leicht erkennen, dass der Prozessor, der kann ja die Grafikkarte ausbremsen. Ich glaube, das war der Fall. Ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Also ausbremsen bedeutet, ihr stellt die Grafikeinstellungen höher, habt aber nicht mehr FPS, dann liegt das am Prozessor. Das, genau das war bei mir. Ich habe die Grafikeinstellungen, ich habe die Sichtweite auf 32 gestellt und oder dann auf 8 und ich hatte immer gleich viele FPS. Da dachte ich mir, da kann ja nur der Prozessor irgendwie scheiße sein. Und jetzt läuft es irgendwie viel, viel besser mit dem Rechner jetzt. Und ja, also mir gefällt das extrem gut jetzt. Und ich würde schon sagen, ich beende jetzt den Vlog. Ich hatte die letzten Tage extrem viel Stress. Und alle Programme starten extrem schnell. Und Leute, bald werden auch wieder andere Videos kommen. Ich werde Fortnite spielen, kein Problem. Livestreams werde ich wieder machen. Und dann können wir auch gern mehr spielen. Wir können gern alle Spiele spielen. Wir können Shellshock spielen im Stream oder so. Wir können... was können wir noch spielen? Overwatch, vielleicht mal CSGO oder so, Ultimate Chicken Horse, wir können gerne alles mögliche spielen. Ich habe jetzt, das meiste habe ich schon gedownloadet, aber noch nicht alles ist da und Windows ist noch nicht aktiviert, deswegen weiß ich noch nicht, das dauert. Leute, stellt euch das mal so vor, einen PC aufzurüsten, das dauert eine Zeit, ne? Bis man das erst eingebaut hat und bis alles wirklich so läuft, wie man das sich vorstellt. Ne? Es läuft ja noch nicht alles so, wie ich das will. Ich möchte auch mir Kaspersky kaufen und sowas. Und deswegen, das wird alles noch dauern. Und Windows muss ich wahrscheinlich kaufen, weil ich den Key nicht mehr habe. Oder den Key, der funktioniert irgendwie nicht, den ich habe. Ne? Weil das ein Windows 7 Key ist und der geht bei 10 irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Ich müsste da erstmal Windows 7 drauf spielen, bevor ich Windows 10 drauf machen kann eigentlich. Das ist eigentlich ein Scheißdreck, deswegen kaufe ich mir dann Windows 10 einfach und dann geht's wieder. Einfach einen kleinen Key kaufen und dann funktioniert das schon. Gut, Leute, ich möchte den Vlog jetzt beenden, dann geht eh viel zu lange. Ich hoffe, man hat das so gesehen, wie mein PC jetzt besser gemacht wurde. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.